Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum heutigen Webseminar unter dem Titel Großwärmepumpen, der nächste Schritt der Wärmewende. Ich begrüße auch unsere zwei heutigen Referenten, Dr. Jens Kühne und Dr. Heiko Huter vom AGFE, dem Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und Kraft-Wärme-Kopplung. Guten Tag nach Frankfurt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Magdalena Margosch. Ich arbeite für die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg und werde Sie heute durch das Webseminar begleiten. In unserer Reihe haben wir uns zuletzt im April mit den Vorteilen und Herausforderungen von Wärmenetzen beschäftigt. Heute nehmen wir eine der möglichen technologischen Erzeugungsarten genauer in den Blick, nämlich die Großwärmepumpe, die mit erneuerbarem Strom betrieben zu den klimaschonenden Erzeugungsarten von Wärme zählt. Die Großwärmepumpe unterscheidet sich von den kleineren, schon stark verbreiteten, dadurch, dass sie eben genügend Leistung mit sich bringt, um ein Wärmenetz mit zu versorgen. Und dafür werden dann bislang eher wenig erschlossene Wärmequellen wie Umweltwärme aus Gewässern oder Abwärme aus Abwasser genutzt. Anders als in anderen Ländern haben wir in Deutschland erst wenige realisierte Projekte. Und deswegen haben wir uns für das heutige Webseminar überlegt, Ihnen eher einen breiten fachlichen Überblick zu geben über den Einsatz und Betrieb von Großwärmepumpen und eben auch die anstehenden Herausforderungen näher zu beleuchten. Ganz kurz noch zu uns, der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg. Wir sind der Dachverband der erneuerbaren Branche in Baden-Württemberg mit dem Ziel, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Das heutige Webseminar veranstalten wir wieder in Kooperation mit dem EU-Projekt REST-EHC, das die Transformation bestehender Wärmenetze im Fokus hat. Die Großwärmepumpe passt hier sehr gut, ist eben gerade auch für bestehende Wärmenetze ein guter Ansatz der Dekarbonisierung, wie wir im zweiten Vortrag sehen werden. Nun den kurzen Überblick über die heutige Veranstaltung. Wir haben, wie gesagt, zwei Vorträge und anschließend noch genügend Zeit für Ihre Fragen und Diskussionspunkte. Im ersten Vortrag stellt uns Dr. Jens Kühne den Praxisleitfaden Großwärmepumpen des AGFE vor und gibt uns damit eben den breiten Überblick über die technischen und wirtschaftlichen Aspekte und den regulatorischen Rahmen. Danach wird Dr. Heiko Huter aus dem Reallabor Großwärmepumpen in Wärmenetzen berichten, das seit April für 5 Jahre durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Ziel ist es, dort Großwärmepumpen an Kraftwerksstandorten, unter anderem in Mannheim und Stuttgart, zu installieren und im Betrieb zu testen. Bevor wir mit den Vorträgen gleich loslegen, noch ein paar technische Hinweise. Das Seminar wird aufgenommen und Ihnen mit den Folien im Nachgang zur Verfügung gestellt, ebenso wie mit einem Link für den eben erwähnten Praxisleitfaden Großwärmepumpen. Bei technischen Problemen loggen Sie sich am besten noch einmal kurz aus und wieder ein oder nutzen Sie das Chatmodul hier in GoToWebinar. Für inhaltliche Fragen und Ihre Diskussionspunkte nutzen Sie bitte Slido. Dafür müssen Sie auf die externe Website gehen und dort den Hashtag Wärmepumpe mit AE eingeben. Wenn Sie dort Fragen vorfinden, die Sie interessant finden, können Sie mit einem Daumen hoch bewerten. Geben Sie bitte nach Möglichkeit Ihren Namen und Ihre Institution dafür an. Und nun soll es auch schon recht schnell losgehen. Ich übergebe an Jens Kühne, der beim AGFE den Bereich Erzeugung, Sektorkopplung und Speicher leitet und uns eben die zentralen Punkte des vom AGFE, ich glaube, im letzten Jahr herausgegebenen Praxisleitfadens näher bringen wird. Herr Kühne. Ja, besten Dank, Frau Margot, für die Einführung und ja, die netten Worte, die Sie auch über uns gemacht haben. Ich kann oder will jetzt auch den AGFE an sich selbst nicht nochmal vorstellen. Ich denke, das würde den zeitlichen Rahmen auch ein bisschen überstrapazieren. Somit, ich hoffe, dass die meisten Leute, die sich mit der Fernwärme beschäftigen, auch den AGFE ohnehin kennen. Ansonsten auf unserer Webseite finden Sie auch die nötigen Informationen dazu. Ja, Großwärmepumpen, ein fachlicher Überblick. Ich glaube, bei dem zeitlichen Rahmen von 15 Minuten ist die Betonung liegt da auf Überblick. Tief in die fachlichen Themen kann man da nicht gehen, aber das soll uns nicht hier davon abhalten, da einige Punkte auch zu nennen. Somit gehe ich auch gleich los.
Ich habe das Ganze zusammen mit meinem Kollegen Tobias Roth erstellt. Wir gehen hier ja hauptsächlich auf den AGFE-Praxisleitfaden Großwärmepumpen ein. Hier haben wir versucht, alle bis zur Veröffentlichung bekannten Themen zusammenzubringen und zusammenzuführen und sind hier natürlich auch darauf bedacht, das Ganze aktuell zu halten. Dazu aber auch gleich weiteres. Genau, aufgeteilt Technik, Wirtschaftlichkeit und regulatorische Rahmenbedingungen von Großwärmepumpen. Das werde ich Ihnen heute kurz vorstellen. Warum das eigentlich alles? Warum beschäftigen wir uns so viel mit Großwärmepumpen? Warum machen wir das jetzt schon seit so vielen Jahren? Rechts auch altbekannte Grafik, wahrscheinlich für die meisten, aus der BDI-Studie Klimapfade für Deutschland. Hier natürlich noch auf das Jahr 2050 zur Klimaneutralität fokussiert, sehen wir, dass wir ja einen Anstieg der Fernwärme bis zum Jahr 2040 sehen insgesamt und dann einen kleinen Reduktion der Fernwärme, des Fernwärmebedarfs dann im Jahr 2050. Wichtig dabei ist uns aber, dass man hier vor allem die Farbenlehre mal betrachtet, gelb und blau. Wir sehen in den Jahren 2015 und 2020 eigentlich kaum Anteile von gelb Solarthermie und blau Power to Heat, beziehungsweise Wärmepumpen inklusive Umweltwärme. Und genau das ist die Herausforderung, die vor uns liegt. Wir haben die Technologie noch nicht in Gänze verstanden oder auch noch nicht Erfahrung oder einen Wissensschatz aufgebaut. Daher haben wir versucht, hier der Branche eine Hilfestellung zu geben. Denn sie soll ja zumindest im Jahr 2050 laut dieser Studie und auch schon in den nächsten Jahrzehnten, im nächsten Jahrzehnt einen erheblichen Anteil an der Versorgung mit Fernwärme einnehmen. Wichtig auch, kurzer Fokus auf das, was unten steht. Wir haben auch den Praxisleitfaden Solarthermie im März diesen Jahres veröffentlicht. Jetzt erstmal, wie gehen wir eigentlich um? Was sind eigentlich die Inhalte dieses Praxisleitfadens und wie haben wir das erstellt? Es ist Grundlagenwissen, es ist Literaturrecherche, es ist einfach das, was wir als wissenswert betrachtet haben, zusammengepaart mit Betriebserfahrung und auch natürlich Planungs- und Projekterfahrung, die wir hier zusammen in einen Trichter geworfen haben und daraus ist eben dieser Leitfaden entstanden. Wir befinden uns auch schon gerade in einer Revisionsphase. Wir warten eigentlich noch auf die endgültige Veröffentlichung des Bundesprogramms Effiziente Wärmenetze, um das auch noch mit einfließen zu lassen. In der Zwischenzeit haben sich hier natürlich auch neue Erkenntnisse ergeben, die wir natürlich auch hier mit einfließen lassen. Somit zum einen, Sie kriegen den, haben den Link oder kriegen den Link im Nachgang auch sowieso zugesendet zum Zugriff auf diesen Praxisleitfaden. Ansonsten für AGFE-Mitglieder ist er ohnehin verfügbar, falls Sie ihn nicht schon haben. Ja, wie gesagt, Technologie, Wirtschaftlichkeit, regulatorischer Rahmen und rechtlicher Rahmen, das haben wir hier zusammengepackt. Auch Betriebserfahrung bzw. was man da machen kann mit Großwärmepumpen haben wir hier gemacht. Nochmal einzelne Punkte herausgegriffen. Wie sehen bei der Wirtschaftlichkeit die Investitionen aus? Von was kann man da ausgehen? Betriebskosten, wie hoch sind die? Wo unterscheiden die sich? Oder aber auch Fördermöglichkeiten. Bei der Technologie, ja, Bauweisen, Kältemittel, Wärmequellen, auch Themen, mit denen man sich natürlich in der klassischen Fernwärme weniger beschäftigt. Ja, Kältemittel bleiben eher hier außen vor. Und dann natürlich, was für uns alle ganz wichtig ist, der regulatorische und der rechtliche Rahmen, wenn es dann darum geht, Genehmigungen oder Fördermöglichkeiten, aber auch hinsichtlich Primärenergiefaktoren und diesen charakteristischen Kennzahlen der Fernwärme mit denen auseinandersetzen muss. Ich will nicht direkt einsteigen, aber auch hier nur einen kurzen Überblick geben. Die Frau Magersch hatte es ja eben schon erwähnt. Wir können mit Großwärmepumpen eben Wärmequellen nutzen, die wir sonst eben nicht nutzen konnten. Das sind zum einen Luftwärme, Gewässerwärme, Abwasser oder Abwärme. Und diese unterscheiden sich dann natürlich je nachdem, nach spezifischen Charakteristiken. Ob sie verfügbar sind vor Ort, muss dann natürlich immer geprüft werden. Luft ist natürlich überall verfügbar, während Gewässer jetzt auch nicht überall vorkommen. Flüsse oder Seen oder Grundwasser muss man dann immer auf die örtlichen Gegebenheiten achten. Auch Abwärme ist natürlich ein großer Teil, der uns vorschwebt, der hiermit auch nutzbar gemacht werden kann, der natürlich vielleicht nicht auf Fernwärme Temperatur vorliegt und das muss natürlich vor Ort auch geprüft werden. Abwasser ist, denke ich, für uns alle eine ganz interessante Wärmequelle, denn sie ist ja mehr oder weniger in allen großen Städten, wo auch Fernwärme vorhanden ist, auch vorhanden, indem man eben
direkt am Klärwerk dort spezielle oder vorgegebene Becken oder sonstiges nutzt oder vielleicht auch schon auf dem Weg zum Klärwerk das nutzen kann. Kurze Unterscheidung oder kurze Darstellung einfach nur mal von den Potenzialen, die aus den Wärmequellen hervorgehen. Hier einfach mal für die Stadt Schweinfurt exemplarisch herausgezogen. Gewässer, hier einfach den Main, die Wassertemperaturen des Mains, die waren hier vorgegeben und in Blau auf dieser Karte und in Gelb einfach die Außentemperaturen der Luft. Und man sieht einfach, wie die Fluktuationen der Luft natürlich Tag, Nacht sich unterscheiden, aber natürlich auch sehr stark um diese doch relativ behäbigen Wassertemperaturen herum fluktuieren. Wenn man hier aber darauf achtet, oder wenn man dann sich festgelegt haben sollte, auf Flusswärme, Flusswasserwärme zu setzen, dann kann man davon ausgehen, dass man ungefähr 6.000 bis 6.500 Stunden pro Jahr hat, wo die Temperatur dieses Wassers überhalb von 7 Grad liegt, zumindest hier jetzt auch in diesem Beispiel. Und da kann man davon ausgehen, dass das eigentlich eine sehr rentable Sache ist. Das unterscheidet sich natürlich auch von Wärmequelle zu Wärmequelle. Hier kurzes anderes Detailbeispiel, Abwasser hier aus dem Klärwerkabfluss in Lemgo. Ist ja eins der wenigen realisierten Projekte in Deutschland, eine Abwasserwärmepumpe. Und da ist einfach hier mal dargestellt, wie hoch die Temperaturen über das Jahr, über 2 Jahre hinweg sich verhalten haben. Und da liegt man doch hauptsächlich immer überhalb von 10 Grad. Und das sind schon sehr interessante Wärmequellen. Vor allem dann aber auch, wenn man auf den Sommer schaut, wenn man hier über 20 Grad liegt und in den Übergangszeiten. Dort hat man dann natürlich auch sehr hohe Effizienzen mit diesen Wärmepumpen. Das heißt hauptsächlich im Sommer ganz interessant. Wenn man hier jetzt aber mit Abwasser zu tun hat, kann man natürlich auch zu weniger interessanten oder weniger attraktiven Themen kommen. Man sieht es hier auf der rechten Seite mal einen Blick in den Wärmetauscher. Nach einer kurzen Zeit des Betriebes in Lemgo, dort war natürlich auf einmal Verdreckungen vorhanden, die man so nicht erwartet hatte. Da sind jetzt auch Abhilfen geschaffen worden. Somit haben wir hier auch natürlich die Betriebserfahrung, die im Hintergrund stehen. Ich habe Kältemittel als Betriebsstoffe eben schon erwähnt. Das sind neue Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss, neue Begriffe, ODP, Ozonabbaupotenzial zum Beispiel, GWP, Global Warming Potential, glaube ich, schon eher bekannt, aber auch hier Einteilung in Sicherheitsgruppen, die man beachten muss. Welches Kältemittel steht mir eigentlich zur Wahl? Welches kann ich einsetzen? Welches will ich einsetzen? Was ist eigentlich mit meiner Unternehmenspolitik vereinbar und was ist vielleicht auch mit den Umwelteinflüssen oder Umweltbeeinträchtigungen, die da bestehen, eigentlich einsetzbar nach eigenem Ermessen. Und da muss man sich einfach überlegen, wo geht die Reise hin? Unsere Empfehlung ist immer, gehen Sie in Richtung natürliche Kältemittel, insofern das geht. Das ist nicht immer überall möglich. Auf jeden Fall ist man dort auf der sicheren Seite, nenne ich das mal, als wenn man eben zu den synthetischen Kältemitteln neigen würde, weil dort einfach auch aus unserer Sicht noch Punkte teilweise im Argen liegen beziehungsweise noch nicht ganz geklärt sind. Zur Wirtschaftlichkeit, da will ich jetzt auch nicht direkt drauf eingehen, lesen Sie das gerne auch nach im Praxisleitfaden. Hier kurz mal dargestellt Kurven, die wir aus einem Forschungsprojekt entnommen haben, aus dänischen Anlagen, die realisiert wurden. Die gehen hier bis 10 MW hoch. Es gibt natürlich auch Daten, die weiter hinaus in größere Leistungsbereiche gehen, aber die haben wir hier nicht aufgenommen. Man sieht einfach die Kurve, wie die sich verhalten. Hinten raus eher auch asymptotisch nähern die sich einem Wert an. Das sind einfach Referenzdaten, die man zumindest für die erste Vorplanung mal nutzen kann. Diese Daten, die wir hier haben, stimmen mehr oder weniger auch ganz gut mit Angeboten, die in Deutschland angefragt wurden, bei Herstellern überein. Und daher haben wir uns auch hier festgelegt, dass man das eigentlich als Vorplanungsreferenzwerte auch benutzen kann. Eine Kurve sticht hier so ein bisschen raus, das ist die unterste Kurve. Wenn man Rauchgas zum Beispiel aus einem Kraftwerk nimmt, dann sind da natürlich ein bisschen vergleichsweise höhere Temperaturen vorzufinden. Somit kann man hier dann auch auf eine einstufige Wärmepumpe setzen, bis man eine Fernwärmetemperatur erreicht, die man haben möchte. Und somit ist das Ganze auch dann relativ zu den anderen Systemen ein wenig günstiger zu haben.
Wir haben dann auch nochmal dargestellt, wie sich im Mittel, natürlich nur im Mittel bei Einzelprojekten, wird sich das natürlich sehr stark unterscheiden, wie sich diese Kosten, diese Gesamtinvestitionskosten, die ich in der vorherigen Folie dargestellt habe, dann unterteilen lassen in Einzelposten, Einzelpositionen, in die Großwärmepumpe selbst, das Erschließen und Anbinden der Wärmequelle, aber auch die elektrische Anbindung, Baukosten etc. und Planung und Genehmigung. Die Betriebskosten, das ist natürlich der Punkt, den man immer wieder herausstellen muss, wenn es um Großwärmepumpen geht. Denn das ist das, was uns das Leben schwer macht. Das ist das, warum wir noch nicht auf Höhe mit Skandinavien etc. sind bei dem Einsatz von Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen. Wir haben Betriebskosten, die sich zusammensetzen aus Wartung und Instandhaltungskosten. Das lässt sich relativ einfach abtun. 1,5 bis 2,5% der Gesamtinvestitionskosten pro Jahr können hier angesetzt werden. Was uns eher das Leben schwer macht, sind natürlich die Stromkosten. Den meisten muss ich das nicht erläutern, aber eine Großwärmepumpe, wenn man sie mit Netzbezugsstrom denn antreibt, gelten als Letztverbraucher und müssen somit alle staatlich induzierten Strompreisbestandteile zahlen, sage ich mal. Dazu gehört die EEG-Umlage, die Stromsteuer, Netznutzungsentgelte, KWK-Umlage, die weiteren Offshore-Umlage, abschaltbare Lastenumlage, Netznutzungsentgeltbefreiungsumlage, Konzessionsabgabe. Es gibt noch eine Reihe mehr, aber das sind zumal die wichtigsten, die uns hier das Leben schwer machen. Zusammen mit dem Börsenstrompreis sind wir dann bei sehr hohen Werten. In Jahren 2019, 2020 so um die 160 Euro. 2021 ist aus meiner Sicht natürlich ein sehr starker Ausreißer, gerade wenn man jetzt auf den Strompreis achtet. Das war jetzt hier diesen Mittelwert hatte ich vor 3 Wochen gezogen, 50 Euro ungefähr für die Megawattstunde. Das wird sicherlich in diesen Wochen auch nochmal gestiegen sein. Somit interessante Homepage, kann ich auch nur nochmal darauf verweisen, strompreisbestandteile.de, erstellt im Rahmen des Syntex-Projektes NEW 4.0 durch die Stiftung Umwelt-Energierecht. Dort sieht man den gesamten Blumenstrauß, wo denn welche Strompreisbestandteile bei welcher energiewirtschaftlichen Verbindung und Bindung einer Wärmepumpe, einer Power-to-Heat-Anlage, einer Power-to-Gas-Anlage und sonstiger elektrischer Nutzer oder Verbraucher einfach anzusetzen ist. Ja, ich habe dann auch nochmal hier kurz, bin ich darauf eingegangen, auf die Wirtschaftlichkeitsrechnung, auf eine beispielhafte Wirtschaftlichkeitsrechnung, beziehungsweise wie berechnen wir variable Wärmerestkosten oder einen Levelized Cost of Heat Production, hier bezogen auf 20 Jahre. Laufzeit. Hier kommen wir auf Wärmegestehungskosten, variabel Wärmerestkosten 60 Euro, mehr als 60 Euro, LCOH mehr als 70 Euro und bei den Strompreisen von heute alleine Börsenstrompreise von 120 Euro können Sie sehen, wo Sie dann dabei landen würden. Das einfach nur als Ausblick, hinten nochmal Abhängigkeiten, wovon hängen diese Punkte eigentlich ab und das ist einfach der Punkt, worauf ich nochmal kurz eingehen wollte. Es gibt hier auch Sensitivitäten, je nachdem, wie viele Vollbenutzungsstunden ich eine solche Großwärmepumpe einsetze bei verschiedenen Börsenstrompreisen. Wenn ich die Jahresarbeitszahl variiere, weil vielleicht einfach meine Wärmepumpe oder die Wärmequelle fluktuiert. Oder natürlich dann der hauptausschlaggebende Punkt, Variation des Strombezugspreises. Wo komme ich raus, wenn ich eben doch keine EEG-Umlage zahlen muss, weil ich vielleicht einen Bestands-KWK-Anlage von vor 2014 habe oder sonstige Eventualitäten. Da sieht man einfach, wie stark dann die Wärmerestkosten hier variieren aufgrund dieser verschiedenen energiewirtschaftlichen Einordnungen. Fördermittel gibt es auch ganz attraktive, gerade wenn ich in Richtung IKWK schaue. Dort kann man zusammen mit einer KWK-Anlage, mit einer neuen oder modernisierten, ganz gute Fördermittel bekommen für Großwärmepumpen, muss natürlich auch teilweise starke Mindestanforderungen erfüllen. Es gibt auch die Punkte erneuerbare Energienpremium, also Marktanreizprogramm oder aber auch das Modellvorhaben Wärmenetze 4.0. Und es gibt hinten raus auch noch gerade für Abwärmenutzung noch das BMWi, den BMWi-Wettbewerb Energieeffizienz. Zukünftig hatte ich eben schon mal erwähnt, Bundesprogramm, Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Das ist ein Punkt, wo wir natürlich sehr starke Hoffnung draufsetzen. Hier sind ja die technischen Richtlinien gegeben. Es gibt natürlich immer Pros und Cons, aber wir hoffen einfach, dass das einen ordentlichen Schub für die Branche gibt, hier auch nochmal mehr erneuerbare Wärmequellen einzusetzen. Das Ganze ist ganz schön aufgestellt. Machbarkeitsstudien oder Trafopläne müssen erstellt werden.
Es gibt eine investive Grundförderung dann für verschiedene auch systemische Förderungen in diesem Programm und dann, was uns sehr gut gefällt, eine Betriebsförderung auch für Wärmepumpen, zumindest innerhalb der systemischen Förderung. Komme ich zum letzten Punkt in dem Schweinsgalopp heute zur Regulatorik. Hier muss ich darauf hinweisen, die Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, entsprechen jetzt oder sind jetzt aktualisiert im Gegensatz zu dem, was wir in dem Praxisleitfaden von letztem Jahr haben. Einfach dem geschuldet, dass eben das Gebäudeenergiegesetz veröffentlicht wurde, damit auch Anpassungen der Arbeitsblätter AGFW FW 309 vorgenommen wurden und hier wurden dann einfach neue Festlegungen gesetzt. Das sind, um das kurz nochmal auszuführen, für den Primärenergiefaktor wird jetzt für den Strom, der eingesetzt wird für die Großwärmepumpe, 1,8 als Primärenergiefaktor, als spezifischer angesetzt. Vorher musste das eigentlich verrechnet werden mit dem KWK-Strom, der eingespeist wird. Somit hier jetzt eine Neuerung, was das Ganze ein bisschen verbessert. Das ist noch nicht optimal für die Primärenergiefaktorbestimmungen, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn Heiko Huter vielleicht auch nochmal auf das Forschungsprojekt eingeht. Das sind Punkte, die offen sind, die diskutiert werden müssen. Auch das Gleiche für den Emissionsfaktor, CO2-Emissionsfaktor. Dort wird jetzt einfach der, oder wird ein Wert von 560 für den Strommix angegeben, der eingesetzt wird. Und bei erneuerbaren Anteil, da wird der Strom so berücksichtigt, dass eben hier anhand der Statistik des Umweltbundesamtes vorangegangen wird, wie viel Anteil Erneuerbarer ist eigentlich im Strom. Und den setzt man dann auch für die Berechnung hier des erneuerbaren Anteils in der Fernwärme an. Genehmigungen gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Sie brauchen Genehmigungen. Heiko Huter wird es auch noch mal kurz anmerken. Die Behörden haben hier auch noch nicht die große Erfahrung. Somit ist man da immer so ein bisschen in der Bredouille. Was denkt man eigentlich oder was haben wir herausgefunden, was benötigt wird? Aber vor Ort ist dann immer noch mal viel wichtiger, auch auf die Behörden selbst zuzugehen und zu sagen, hier, was liegt eigentlich bei euch vor? Wie seht ihr das Ganze? Da ist natürlich jede Behörde auch für sich nochmal, ja, selbstverantwortlich. Damit bin ich einmal durchgerannt. Gucken Sie sich den Praxisleitfaden gerne an. Und jetzt stehe ich auch gerne für Fragen bereit. Und ja, Sie können gespannt sein, in den nächsten Monaten wird eine neue Auflage kommen des Praxisleitfadens. Und dann würde ich auch die Plattform, die Frau Margosch, auch nochmal informieren, sodass wir da auch eine aktuelle Fassung dann vielleicht auch verteilen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kühne, für den sehr schnellen, aber auch sehr überblicksartigen Vortrag. Ich denke, wir haben jetzt zu eben vielen Aspekten etwas gehört, rund um die Großwärmepumpe. Und vielen Dank auch, dass der AGFW uns und unseren Zuschauerinnen den Praxisleitfaden zur Verfügung stellt. Wie gesagt, den Link bekommen Sie dann von uns zugeschickt. Und damit gehen wir jetzt auch schnell weiter zu Herrn Huter, der uns das Reallabor Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen noch einmal näher bringen wird. Das ist eben erst im April losgegangen, aber wir versuchen damit so ein bisschen auch an die Praxis ranzukommen. Und besonders spannend ist eben, dass wir hier über die ganz großen Wärmepumpen auch sprechen. Bis zu 22 Megawatt, glaube ich, geht es hoch. Also da sind wir dann am oberen Ende, glaube ich jedenfalls, von dem, was bislang so verbaut wird. Herr Kühne. Genau. Ach, Entschuldigung, Herr Huter. Alles gut. Jens Kühne ist noch da und ist dankenswerterweise gerade dabei, die Folien auf Sendung zu schicken. Wir müssen die sehen. Auch nochmal guten Tag aus Frankfurt hier zumindest ein kleines bisschen eher praxisorientierten Teil von den Wärmepumpen. Sie haben in der Einladung schon gesagt, naja, es gibt nicht so viele in Deutschland. Wir haben eben teilweise in den Folien ein Beispiel aus Lemgo gesehen, die da schon sehr weit sind und auch in der Produktivphase sind. Was ist ein Reallabor? Ein Reallabor ist letztendlich ein neuer, ist im Prinzip ein neues Format in der anwendungsorientierten Energieforschung. Und wir hatten, ich bin nicht drauf, oder? Okay, sorry. Dann haben wir es jetzt hin. Ein Reallabor ist ein neues Format in der anwendungsorientierten Energieforschung und wir haben mit fünf Liegenschaftspartnern, davon zwei in Baden-Württemberg,
nämlich in Stuttgart und auch in Mannheim und weiteren Versorgern in Deutschland, in Rosenheim, in Berlin mit 2 Liegenschaften es geschafft, so ein Reallabor starten zu können. Wir haben aber auch Forschungspartner dabei, wissenschaftliche Partner, einmal das Fraunhofer ISE in Freiburg, auch in Baden-Württemberg, und das Institut für traditionelle Energiewirtschaft, Energieanwendung auch in Stuttgart, auch Baden-Württemberg. Insofern ist es sehr schön, dass wir das auch in Baden-Württemberg hier nochmal weiter vorstellen können. Die AGFW hat einen ganzen Part, wir haben das organisiert, wir koordinieren das Projekt und wir versuchen da natürlich auch das Thema regulatorisches Lernen, was eben schon mal angesprochen wurde, mit der Regulatorik ein Stück weit voranzubringen. Ich habe schon gesagt, dieser Förderaufruf Reallabor der Energiewende war was Neues, ist was Besonderes. Letztendlich versucht man, einen Technologie- und Innovationstransfer zu gewährleisten, aber eben zu schauen, Mensch, was hemmt das Ganze? Also diese regulatorischen Hemmnisse, die gerade bei den Wärmepumpen, bei den Großwärmepumpen von ganz entscheidender Bedeutung sind, die in eine reale Umsetzung zu bekommen, eben als Basis für diese neuen Technologien. Und Reallabore insgesamt beschäftigen sich mit dem großen Thema Sektorkopplung, aber auch Wasserstoff ist ein großes Thema in den Reallaboren. Im Endeffekt geht es aber ganz oft um die, sagen wir, energieoptimierte Versorgung von Quartieren. Und während das vor 2 Jahren, 2019, quasi ein Wettbewerb war mit bestimmten Abgabefristen, ist im Moment eine zweite Phase der Reallabore gestartet, die offen ist, zumindest terminoffen. Bestimmte Projektarten mit einem bestimmten Projektvolumen können eingereicht werden. Für wen das vielleicht interessant ist von den Zuhörern, kann sich gerne an uns wenden. Dort gibt es weitere Fördermöglichkeiten, weitere Projektmöglichkeiten. Ja, wir sind einen langen Weg gegangen, bis wir ein Projektvolumen von fast 45 Millionen Euro umsetzen konnten, mit einer Förderquote von knapp 50%. Letztendlich durften wir jetzt ganz formal starten im April für 5 Jahre. Aber zwischen der Entscheidung, dass AGFW da mitmachen darf oder dieses Konsortium, dieses Thema Großwärmepumpen mitmachen darf, bis zum letztendlichen, zum Projektstart, war es ein ganz schönes Stück Arbeit. Und mittlerweile durften wir auch im Ministerium und beim Projektträger, der die Fördermittel verwaltet, Vorträge halten, um diesen ganzen Prozess der Antragstellung, wie kommt man hinterher wirklich zu konkreten Bauvorhaben, um das auch für die Zukunft zu verbessern. Insofern hat sich dieser lange Weg sicherlich auch gelohnt, dass andere es jetzt ein Stück weit leichter haben. Und da sind wir als Verband natürlich auch dafür da, ein Stück weit. Ja, warum haben wir das gemacht? Klar suchen wir alle im Moment für die Dekarbonisierung und für die Sektorkopplung treibhausgasarme Erzeugungstechnologien. Und immer gibt es den Wettbewerb hinsichtlich der Wärmegestehungskosten, zumindest freie Kraftwerkszaun. Und da muss man einfach schauen, was kann die Fernwärme da gebrauchen, was kann sie vertragen und warum gibt es bislang kaum große Wärmepumpen in Deutschland. Frau Markusch hat es ja auch bei der Einleitung schon gesagt, im Ausland ist das ein Tick anders. Jens Grüne hatte eben auch teilweise Zahlen aus Dänemark mit vorgestellt. Ja, vermeintlich hohe Investitionskosten, aber vor allem eine mangelnde Wissensbasis, gegebenenfalls auch mangelnde Anbieter und natürlich ganz grob, ganz großes Thema Abgabensituationen, Kostenbestandteile des Inputstroms, aber auch unsichere Förder- und Abgabensituationen. Und letztendlich das Ganze soll münden in ein regulatorisches Lernen, um quasi Rahmenbedingungen zu schaffen, die natürlich fair sind, die den Wettbewerb ermöglichen, die aber auch ein Stück weit die spezifischen Besonderheiten ein Stück weit abgelten können. Also das war die Motivation. Wir haben in Einzelfällen auch durchaus gesehen, dass es möglicherweise, wie im Moment Bewertungssystematiken sind, negative Auswirkungen auf den Primärenergiefaktor eines gesamten Wärmesystems geben kann. Und auch das gilt es natürlich zu beleuchten. Ne? Letztendlich die Wirtschaft, die Forschungsfragen, die wir da stellen, es ist eine anwendungsorientierte Forschung. Im Prinzip geht es zum Schluss um Bau. Es geht um Investitionsmittel. Es geht aber eben auch um ein Monitoring. Aber wir wollen natürlich Rahmenbedingungen identifizieren. Das heißt, wo besteht Anpassungsbedarf an bestehende Regularien? Da werden wir auch Juristen mit einbinden im Laufe des Projektes, nicht nur von den Unternehmen, sondern auch übergeordnet. Wir wollen aber eben auch sehen, was sind denn Betriebskonzepte? Betriebskonzepte in den einzelnen Wärmenetzen und letztendlich, wann und wie können die Wärmepumpen einen optimalen Beitrag dazu leisten. Wir haben natürlich als technischer Fachverband und auch als Regelsetzer einen Fokus auf technische Fragestellungen, also alles, was sich mit der Installation und der Einbindung beschäftigt. Was ist mit Vorlauftemperaturen, die nach wie vor in vielen Netzen größer 100 Grad sind? Was ist aber auch mit Wärmepumpen zur Objektversorgung, die gegebenenfalls mit einer geringeren Vorlauftemperatur auskommen? Wie verhalten sich Jahresarbeitszahlen im Vergleich zu den
Ankündigungen von Herstellern, auch vielleicht im Vergleich zu ausländischen Erfahrungen und letztendlich, was sind Betriebsparameter, die das ganze Thema Sektorkopplung und betriebsdienliche oder systemdienliche Fahrweisen zum Beispiel zu einer Stromnetzstabilisierung gewährleisten können. Auch das wollen wir mit betrachten, weil sich ja gegebenenfalls, was die Frequenzhaltung im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren sich noch einiges tun wird. Vorhin wurde auch schon angesprochen, es gibt verschiedene Wärmequellen. Auch die haben wir versucht, in unserem Projekt, in der Projektauswahl mit dem bunten Blumenstrauß zu bekommen da. Aber ein ganz großes Thema ist nicht nur die Auswahl der Wärmequellen, sondern auch die Auswahl der Kältemittel. Jens Grüner hat eben schon auf Besonderheiten hingewiesen, auf ja, Kriterien bei der Kältemittelauswahl. Da kann ich Ihnen sagen, in unseren Sure-Fixes, die im Moment laufen, in der Planungsphase, in der Bauphase, ist das nach wie vor ein großes Thema. Im Moment kristallisiert sich heraus, dass vor allem Ammoniak eingesetzt werden wird, aber auch als Kältemittel das R1234ZE mit entsprechenden Schutzvorschriften oder Schutzmechanismen. Also insofern, da werden Erfahrungen gesammelt. Die regulatorischen Herausforderungen wurden benannt. Im Prinzip haben wir die alle in Arbeitspaketen mit drin und werden zu allen etwas sagen und vor allem nicht nur den Status quo beschreiben, sondern eben auch zeigen, naja, wie kann es denn da weitergehen, was müsste geändert werden, damit das leichter geht. Und natürlich die Interaktion mit dem Stromnetz, hatte ich eben schon angesprochen. In der Einleitung wurde gesagt, naja, Großwärmepumpen können mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Und das wird sich natürlich noch auch als Frage erweisen. Was ist mit Anerkennung von Stromzertifikaten und können die wirklich mit erneuerbarem Strom betrieben werden oder gegebenenfalls ab wann könnte das denn der Fall sein? Wir haben natürlich, wie das ist bei so Großprojekten, ein sauberes Projektmanagement, eine saubere Arbeitsplanung. Da möchte ich gar nicht ganz groß drauf eingehen. Wichtig ist im Moment, die Unternehmen haben schon geplant, obwohl ein Bewilligungsbescheid noch nicht da war. Aber klar, es gibt Bestellfristen, es müssen Ausschreibungen vorbereitet werden. Das hat dazu geführt, dass wir dann, nachdem die Bewilligungsbescheide da waren, das war aber alles mit dem Fördermittelgeber entsprechend abgesprochen, dass relativ schnell wirklich operative Prozesse starten konnten. Das heißt, es werden im Moment Gebäude gebaut, wo die Wärmepumpen darin installiert werden können. Es wurden Ausschreibungsverfahren abgeschlossen. Es wurden dann bei solchen Großinvestitionen müssen teilweise noch Aufsichtsgremien der entsprechenden Unternehmen zustimmen. Das heißt, es kann nicht nur die Geschäftsführung machen, sondern es muss noch durch weitere Gremien der Anteilseigner gegebenenfalls. Das ist jetzt überall passiert. Das heißt, wir sind da sehr, sehr operativ. Aber was wollen wir machen? Nicht nur die Planung und ein Monitoring zu konzipieren, weil das muss natürlich bei dem Bau schon berücksichtigt werden. Wir haben zum Schluss natürlich auch das Thema Einbindung in mit realen Betriebsdaten in Energiesystemmodellierungen, um dann eben auch von den wissenschaftlichen Partnern eine Übertragung der Deutschen auf ganz Deutschland auf eine Energiesystemmodellierung in Deutschland zu gewährleisten. Was würde denn passieren, wenn wir viel, viel mehr größere Wärmepumpen und größere Wärmepumpen, bin ich jetzt immer der Meinung, naja, im zweistelligen Leistungsbereich auf jeden Fall mit am Netz haben. Wir haben relativ intensiv diskutieren müssen mit dem Ministerium, warum will denn der Branchenverband, dass 5 Liegenschaften berücksichtigt werden? Tun es denn nicht vielleicht 2 oder maximal 3? Warum braucht man 5? Aber Sie alle wissen, kein Wärmenetz gleicht dem anderen. Die entsprechenden Erzeugungsstrukturen, die Temperaturniveaus, aber auch die Vermaschung von den Netzen oder die geografischen Situationen, die Geodäsie ist unterschiedlich. Und genauso wie kein Wärmenetz einem anderen gleicht, ist letztendlich auch die Situation bei den Wärmequellen. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Temperaturniveaus und zeitliche Verläufe. Das haben wir versucht abzubinden, aber auch letztendlich die Laststruktur, die Betriebsweisen, das Zusammenspiel der verschiedenen Wärmeerzeuger wollten wir abbilden und natürlich möglichst viele Einsatzmöglichkeiten. Und da ist eigentlich immer, hat man gesehen, in anderen Projekten, wo auch Erzeugungstechnologien untersucht wurden, Einzelfalluntersuchungen sind ganz nett. Das ist dann so ein Fleck auf der Landkarte, ist ein Teil im Puzzle, aber letztendlich sind sie nicht ganz zielführend. Deswegen haben wir es geschafft, eben auch unter Berücksichtigung verschiedener Unternehmensstrukturen, Entscheidungsprozesse, Querverbundunternehmen, Stadtwerke, die ausschließlich der Kommune, der Stadt gehören, aber eben auch teilweise börsennotierte Unternehmen, das alles ein Stück weit abzubilden. Und natürlich immer ganz wichtig für das Ministerium, die gucken auf eine sogenannte Förderlandkarte und schauen ein bisschen, naja, ist das einigermaßen über Deutschland verteilt, zumindest was alle Reallabore angeht.
Ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen Zeit darauf verwenden, Ihnen die Liegenschaften vorzustellen, diese 5 Liegenschaften etwas detaillierter. Fangen wir, wie sich es gehört, in Baden-Württemberg an. Da kommt man natürlich an Stuttgart nicht vorbei. Die EnBW hat am Kraftwerkstandort Stuttgart-Münster nicht nur verschiedene Müllkessel laufen, die eine schöne Grundlast produzieren können, sondern auch 3 Kohlekessel in Summe mit knapp 450 Megawatt thermischer Leistung. Und dort soll die Großwärmepumpe ein Beispiel oder ein Baustein zur Dekarbonisierung leisten. Dort ist im Moment geplant eine Anlagengröße von 22 Megawatt. Die Wärmequelle soll Kühlwasser sein. Und hier ist als Kältemittel das R1234ZE vorgesehen. Die Vergabe ist da erfolgt. Insofern stehen da die nächsten Schritte an. Die Herausforderungen an diesem Standort sind schlicht und ergreifend. Es ist ja eine gewissermaßen eine Operation am offenen Herzen. Es ist keine Herztransplantation, aber es ist mal mindestens vergleichbar mit einer Bypass-Operation am Herzen. Das heißt, während des laufenden Betriebs unter sehr engen Platzverhältnissen muss Platz geschaffen werden, es müssen Leitungen gezogen werden, es muss eingebracht werden. 3D-Modelle sind schön, die sind auch erstellt worden, aber letztendlich der ganze Ablauf, das ganze Eintakten ist hier eine besondere Herausforderung, weil es einfach mitten an einem Standort ist und da auch mitten in einer Anlage. Was natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Genehmigungssituation hat. Da kommen wir vielleicht später nochmal kurz dazu. Ja, hüpfen wir von Stuttgart nach Nordosten, nach Berlin. Bei den Feinheitswerken Neukölln gibt es einen Kraftwerkstandort, wo 7 Kesselanlagen und 8 BHKWs stehen. Und man macht jetzt quasi anstelle eines weiteren BHKWs. In Summe braucht man dort knapp 200 MW Erzeugungsleistung. Versucht man eine Wärmepumpe zu installieren. Das wird man auch schaffen. Eine Wärmepumpe, die dort entsprechend für den Erzeugungsmix gut 1 MW Leistung haben wird, was aber durchaus auch schon in die Kategorie Großwärmepumpe fällt. Man will aber die quasi Ladeluftkühlung der vorhandenen BHKWs als Wärmequelle nutzen, also damit eine deutliche Erhöhung der Systemeffizienz. Und hier will man Ammoniak als Kältemittel einsetzen. Ein Stück weit interessant. An dem Standort gibt es sowohl einen Wärmespeicher, immerhin mit 10.000 Kubikmetern, und eine Power-to-Heat-Anlage mit nochmal 10 MW. Das heißt, dieses ganze Thema Netzstabilisierung, Flexibilität der Anlage, was die Fahrweisen angeht, kann man hier nochmal ganz, ganz besonders beleuchten. Insofern auch schön, dass dieser Partner dabei ist. Hüpfen wir zurück nach Baden-Württemberg an den größten Kraftwerkstandort Europas, zum Großkraftwerk Mannheim, wo im Prinzip die MVV Energie AG eine Wärmepumpe installieren wird. Dort natürlich der größte Kraftwerkserzeugung mit Steinkohle. Auch hier ein Baustein. Geplant ist, Kühlwasser bzw. Reinwasser zu nehmen für eine Wärmepumpe, die auch im 20 MW-Bereich liegen wird. Dort auch das vorhin schon genannte Kältemittel als Einsatz. Dort ist natürlich so, der Kraftwerkstandort wird erhalten bleiben müssen. Das heißt, man hat dort sehr gute Möglichkeiten der Einbindung ins Fernwärmesystem, kurze Leitungswege. Und dort ist ein sehr, sehr großer Fernwärmespeicher mit über 43.000 Kubikmeter. Insofern ist das dort auch, eine Option, dort viele Betriebsweisen einzubringen. Eine Besonderheit in unseren Liegenschaften stellen die Stadtwerke Rosenheim dar. Die haben ein innerstädtisches Müllheizkraftwerk, was für die Grundlast zuständig ist. Die Rosenheimer haben aber auch verschiedene Heizwerke. Sie haben BHKWs im Einsatz und sie haben eine Holzvergasung. Sie haben Holzvergasungsanlagen selbst entwickelt und stellen quasi Holzgas auch selbst her als erneuerbaren Bestandteil. Und die Stadtwerke Rosenheim haben sich an der IKWK-Ausschreibung beteiligt, haben da für mehrere Anlagen den Zuschlag erhalten. Und das heißt, in unserem Reallabor werden wir sowohl Anlagen, die nach dem IKWK-Konzept, nach der IKWK-Ausschreibung gebaut werden und betrieben werden, dann mit in ein umfangreiches Monitoring mit einbilden. Auch dort ist Ammoniak geplant, in einer kleinen Menge als Kältemittel. Und da dort dann mehrere Wärmepumpen etwa dieser Leistungsklasse mit 1,5 MW entstehen werden, die gegebenenfalls auch parallel kaskadiert betrieben werden können, ist es auch nochmal eine besondere Betriebserfahrung, die dann in einer Modellierung mit eingehen kann. Hüpfen wir nochmal zurück nach Berlin, an einen Standort in Berlin-Friedrichshagen, wo kleine Heizwerke und Blockheizkraftwerke stehen. Dort möchte Vattenfall auch eine Wärmepumpe Größenordnung gut 1 MW installieren.
Interessant ist dort, es gibt dann eine Solarthermieanlage, die als Wärmequelle dienen soll. Das ist natürlich für den Fördermittelgeber die Kombination verschiedener Erneuerbare. Nochmal ein Thema, die Auslegung hinsichtlich des Kältemittels ist ein Stück weit noch offen dort. Das ist die Liegenschaft, die im Entscheidungsprozess noch ein bisschen im hinteren Drittel liegt. Aber dass dort eben Solarthermie und eine PV-Anlage einer benachbarten öffentlichen Liegenschaft, die der Bezirksleitung dort gehört, die soll damit eingebunden werden. Und das ist natürlich, was die ganze Bewertung angeht, auch nochmal interessant, was dann hinter den Einsatz von erneuerbarem Strom angeht. Ja, noch ein paar Worte vielleicht zum aktuellen Stand. Natürlich, die Messkonzepte laufen, das muss ja mitbestellt werden, das muss mitinstalliert werden. Aber es gibt jede Menge aktuelle Herausforderungen bei den Liegenschaften. Im Moment kann ich Ihnen sagen, ich habe vorhin von unserem Sure-Fixes besprochen, da geht es los, dass zum Beispiel für Ammoniak als Kältemittel Sensoren auf der Fernwärmeseite ja eingebaut werden müssten. Ich sage bewusst müssten. Die gibt es nämlich in den Druckstufen, die jetzt für die Fernwärme entsprechend notwendig sind. Das sind die einfach nicht marktverfügbar. Man kann aber natürlich Analysen machen, wie wäre denn das Verhältnis mit der, ich sag mal, Verwässerung, Volumen eines Wärmenetzes zu potenziellem Eintrag bei einer Leckage auf der Kältemittelseite. Wie ist der Umgang mit dem Kältemittel in Summe? Wird da diskutiert und da gibt es auch einfach keine klaren Aussagen. Vorhin wurde das Thema Genehmigungen angesprochen, BImSch-Genehmigungen, ja, nein. Da können wir nur sagen, die verschiedenen Regierungspräsidien sind teilweise ja nicht Firmen, sie wissen eigentlich selbst nicht, wie sie vorgehen sollen. Da leistet das Projekt aber natürlich auch über die einzelnen, ich sag mal, Bundesländer, über die einzelnen Regierungspräsidien ein bisschen Austauscharbeit. Und da kann es auch nur die Empfehlung, früh das Gespräch suchen, auch wenn zunächst mal nicht ganz klar ist, naja, in welche Richtung soll es dann gehen. Sie wissen aber natürlich auch, es ist nach wie vor eine Corona-Situation, was Baumaßnahmen ein Stück weit beeinflusst, was Lieferfähigkeiten beeinflusst. Und es gibt natürlich eine extreme Nachfrage nach Bauleistungen. Wenn neue Gebäude gebaut werden, einer der Liegenschaftspartner hatte auf Vorrat Baustahl gekauft, Rundeisen in verschiedenen Dimensionen nach dem Motto, das ist nicht teuer, aber wenn es hinterher fehlt, ist doof, ne? Dann haben sie es auf Halde gelegt. Weitsichtig waren jetzt nicht alle Baumaßnahmen in Deutschland. Das ist ein kleines Beispiel nur, aber auch so Standardbauteile wie Frequenzumrichter, extrem lange Lieferzeiten, wenn überhaupt verfügbar. Es fehlen teilweise Chips für Steuerungsanlagen, aber auch ganz rudimentäre Stahltüren für neue Bauabschnitte oder für neue Kraftwerke, also Stahltüren, die normalerweise erst bestellt werden, nachdem man vor Ort ein Aufmaß gemacht hat und eben nicht vom Plan her bestellt werden, irgendwie zweiflügige Lieferzeiten, irgendwie größer 20 Wochen. Das sind natürlich dann Sachen, die es ein Stück weit schwierig machen, aber letztendlich sind wir da auf einem guten Weg und es tut sich einfach viel. Das ganze Bauprojektmanagement, was natürlich jeder Versorger normalerweise hat als Projektmanagement, hat jetzt einfach noch deutlich mehr Variablen durch eine Situation der Materialverfügbarkeit, aber auch durch eine Situation der unklaren Genehmigungslage und natürlich auch zum Schluss, wie kann das Ganze funktionieren. Aber auch das ist natürlich die Chance und darum ist es ja auch ein gefördertes Projekt. Was steht aber noch an? Es geht natürlich auch darum, naja, wo sollten Stromzähler installiert werden, um auch Bewertungen hinterher ermöglichen zu können? Da gibt es noch ein paar Grundsatzfragen, aber natürlich tauchen immer weitere Fragen auf, wo es dann auch teilweise einen bilateralen Austausch mit Herstellern gibt. Und mit Herstellern ist eine Überleitung, wir planen ab Oktober ein weiteres Vorhaben, wo ein Hersteller einer von Wärmepumpen für Hochtemperatur-Wärmepumpen, die also deutlich über 100 Grad gehen wollen, eingebunden ist in ein Stadtwerk. Das ist sicherlich auch etwas, um in einer Folgeveranstaltung mal darüber zu berichten. Da geht es also wirklich um eine Technologiemodifizierung. Hier geht es ja um eine Anwendung. Und zum Thema erneuerbare Wärme haben wir auch andere Projekte, die sich auch mit der Solarthermie beschäftigen, wo auch in Baden-Württemberg ja relativ viele Aktivitäten sind. Ich kann nur sagen, vielen Dank an dieser Stelle zunächst für die Aufmerksamkeit. Gerne natürlich mit Fragen an uns wenden. Heute habe ich Ihnen das Projekt vorgestellt. Der Projektleiter dafür ist der Dr. Jentsch. Der ist aber genau heute auf dem Großwärmepumpenkongress in Österreich unterwegs und stellt das Projekt auch vor. Also es gibt eine sehr große Nachfrage nach Informationen, was wir da gemacht. Aber wenn es da Gesprächsbedarf gibt, bitte melden Sie sich bei Ihrer AGFW. Und wir können da auch durchaus nach weiteren Projekten schauen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Huter, für den schnellen Überblick über das Reallabor Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen. Genau, Herr Kühne kommt jetzt auch wieder mit dazu und damit wenden wir uns jetzt dann auch Ihren Fragen zu, liebe Zuschauerinnen. Auf slido.com, wie ich vorhin erwähnt hatte, können Sie unter dem Hashtag Wärmepumpe Ihre Fragen einstellen. Und wir haben schon so einige drin, deswegen können wir da auch direkt loslegen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Grundsatzdiskussion an. Dezentrale, sagen wir mal kleinere Wärmepumpen gegenüber einem Fernwärmenetz mit eben zum Beispiel der Großwärmepumpe, aber ja auch anderen Wärmeerzeugungsmöglichkeiten. Hier wird jetzt in den Raum gestellt, dass damit die Leistungszahl zwingend schlechter wäre, weil ja höhere Temperaturen im Netz notwendig sind. Ich glaube, über die Vorlauftemperaturen können wir auch gleich noch sprechen, aber vielleicht einmal hier diese Frage dezentral gegen zentral. Ja, genau. Da beantworte ich gerne drauf. Gut, wir sehen natürlich bei dezentralen Wärmepumpen, gerade in Gebieten, die, ja, sage ich mal, fernwärmeaffin sind, das heißt, sehr eng besiedelte Gegenden, Großstädte, Innenstädte. Dort ist es natürlich auch schwierig für dezentrale Wärmepumpen überhaupt Wärmequellen zu finden. Luft, ja, ich glaube, es wird immer sehr, sehr viel diskutiert über die Lautstärke oder die Schallbelastung durch dezentrale Wärmepumpen und das im eng besiedelten Raum ist, glaube ich, stellt den einen Punkt dar, der hier behandelt wird. Zum anderen haben wir natürlich Skaleneffekte, die dann auf der anderen Seite natürlich auch die Effizienzen steigern bei großen Wärmepumpen. Zum anderen haben wir natürlich auch noch ja, die Problematik des Stromnetzes. Wenn Sie jetzt in einem eng besiedelten oder dicht besiedelten Gebiet sich befinden und jedes Gebäude soll durch eine dezentrale Wärmepumpe versorgt werden, zusätzlich mit Elektromobilität, dann kommen natürlich auch die Stromnetze an ihre Kapazitäten. Daher, das sind einige Vorteile. Ich glaube, da kann man noch ein paar andere nennen, aber das sind so die Hauptvorteile, die ich jetzt so sehe, warum man hier eben jetzt die Wärmepumpe in das Fernwärmenetz bringt. Ein wichtiger Punkt vielleicht auch noch, die Großwärmepumpe ist im Fernwärmenetz ja nur ein Punkt oder ein Erzeuger in einem gesamten, ja, sehr effizienten und auch flexiblen Erzeugerpark, der dort aufgebaut ist. Das ist ja eigentlich schon immer so, dass verschiedene Erzeuger Technologien hier zusammengefasst werden und wir da eben somit das hinbekommen, dass wir hier am effizientesten, aber auch am günstigsten, sage ich mal, für den Kunden zu jeder Zeit agieren können. Genau, und unser Fokus ist natürlich, Bausteine für die Dekarbonisierung von Fernwärmenetzen zu liefern. Und deswegen beschäftigen wir uns eben hier mit den Großwärmepumpen. Sicherlich hat jede Technologie an bestimmten Orten auch ihre Berechtigung, ne? Ganz klar. Aber mit den dezentralen Wärmepumpen, finde ich, muss man immer auch sehr genau nach der Exergie schauen. Wie ist dann die Effizienz? Also da gibt es eine Vielzahl von Plus-Minus-Listen. Unser Fokus ganz klar, wie können wir erneuerbare Wärme erzeugen und deswegen die großen Wärmepumpen für die Wärmenetze. Genau, wichtiger Punkt auch nochmal, wir können natürlich mit den Großwärmepumpen auch Wärmequellen anzapfen, die man mit dezentralen Wärmepumpen nicht anzapfen kann. Große Industriekomplexe, große ja, Flüsse, sage ich mal, etc. Ja, das ist letztlich ja mit der dezentralen Wärmepumpe eben nicht erreicht. Genau, das hatten wir ja vorhin schon erwähnt und eben auch immer die Frage nach der Bebauungs- oder eben der Wärmedichte, wo die Nachfrage da ist, sind Wärmenetze per se ja oft sehr sinnvoll und zwar ja auch neue Wärmenetze. Und damit kommen wir auch schon, würde ich sagen, zu den Vorlauftemperaturen. Gerade bei neuen, kleineren Wärmenetzen, die von Grund auf neu geplant werden, sind es ja doch eher, sind niedrigere Temperaturen möglich und sinnvoll. Wir hatten jetzt aber gerade im Reallabor die ganz großen Fernwärmenetze, die ja auch vor allem an Kohlekraftwerken zum Beispiel mit dranhängen, schaffen. Also Sie haben es ja auch erwähnt, aber die Frage oder diese Aussage, die älteren Netze fahren mit zu hohen Temperaturen für den Wärmepumpeneinsatz. Wollen Sie dazu einmal Stellung beziehen? Oder vielleicht auch die Frage, ob im Reallabor auch darüber diskutiert wird, die Vorlauftemperaturen senken zu können?
Also ich glaube, ich würde erstmal allgemein zu der Thematik Stellung nehmen. Ja, das stimmt. Mit niedrigeren Vorlauftemperaturen haben wir natürlich höhere Effizienzen durch die Wärmepumpen. Das ist sicher richtig. Die Einbindungsmöglichkeiten für Wärmepumpen, für große Wärmepumpen in Wärmenetzen sind aber eigentlich auch so schon gegeben. Selbst wenn sie hohe Vorlauftemperaturen haben, redet man ja hier oft von Äpfeln und Birnen. Eine hohe Vorlauftemperatur heißt ja meistens, in den meisten Netzen, sage ich mal, in der Regel, dass wir hier von den maximalen Vorlauftemperaturen ausgehen, zu den in der Höchstlast, ja, im tiefsten Winter bei Auslegungstemperatur. Da gelten dann sehr hohe Temperaturen. Wir haben das aber mal runtergebrochen auf die meisten Fernwärmenetze. Wir haben mal, ja, 100 Fernwärmenetze in Deutschland ungefähr, Größenordnung, an den THBs entlang verglichen. Wie sind denn eigentlich die Temperaturen und wie passt das mit einer Wärmepumpe zusammen, die ungefähr 85 bis 90 Grad an Temperatur schafft? Und das ist einfach die Sache. Dort haben wir gesehen, die meiste Zeit, ja, also ausgenommen bis auf 10%, vielleicht eine Jahreszeit, sind die Temperaturen eigentlich unterhalb oder maximal 90 Grad. Und damit hat man natürlich dann schon einen sehr großen Rahmen, den man hier abbilden kann mit Wärmepumpen. Also klar, wir sind natürlich als AGW immer daran bestrebt, Fernwärmenetze runterzubringen, mit all, was dazugehört, allen Herausforderungen von Kundenseite etc. Von, ja, wir gucken quasi am Schlechtpunkt, am thermodynamischen Schlechtpunkt des Wärmenetzes und müssen da natürlich für den letzten Kunden auch noch genug Wärme zur Verfügung stellen. Und das sind eben die Probleme. Aber ja, der AGW beschäftigt sich damit seit Jahren und wir sind ja auch selbst daran interessiert, hier die Temperaturen runterzubringen, um eben auch die Effizienz und auch die Kosten runterzubringen, ganz klar. Also Temperaturabsenkung muss sein und das läuft auch. Da kann ich Ihnen aber sagen, das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit, eine Fleißarbeit. Wir kennen Projekte, wo auch, sag mal, Teams zusammengestellt wurden innerhalb der Unternehmen, um ja, die berühmten niedrig hängenden Früchte zu finden, wo auch mal irgendwelche Kurzschlüsse noch sind in Netzen. Natürlich ist das wichtig, nach sowas zu schauen, aber die ganze Kundenseite, die hydraulischen Netzschlechtpunkte, dass eben auch noch ein entsprechendes Delta T am letzten Wärmeübertrager in der Straße da ist, das sind einfach Rahmenbedingungen, die auch von der Gebäudeseite herkommen, von der Kundenseite herkommen, unabhängig von vertraglich zugesicherten Temperaturniveaus. Also da tut sich was, aber das ist ein Prozess, der einfach sehr, sehr, sehr langwierig ist an der Stelle. Die Frage war ja auch, naja, guckt man im Reallabor nach der Temperaturabsenkung? Also das ist ein Prozess, der einfach in den Unternehmen ohnehin läuft. Im Reallabor versucht man, Erzeugungsoptionen zu finden für bestehende Netze, um eben einfach erneuerbare Wärme zum bestehenden Temperaturniveau bereitstellen zu können. Wenn man das nicht braucht, wenn man das niedriger machen kann, umso besser. Aber es gibt jetzt kein explizites Arbeitspaket oder keine explizite Beschreibung für eine Temperaturabsenkung. Insgesamt ist gerade in der letzten Woche eine Publikation rausgekommen von der Internationalen Energieagentur. Da können wir vielleicht im Download-Link auch oder was noch bereitstellen, die ein bisschen verglichen haben, Maßnahmen zur Temperaturabsenkung in verschiedenen Ländern. Da gab es einen sogenannten Task-Shared-Annex, das ist eine englische Publikation. Wenn man nach dem Thema nochmal gucken will, lohnt da vielleicht auch mal einen Blick rein. Da sind ein paar Beispiele aufgeführt. Danke sehr. Und wie Sie schon gesagt hatten, vorhin, jedes Wärmenetz ist anders. Da wird dann auch an jedem Wärmenetz von neuem wahrscheinlich an den Temperaturen mit vielleicht nicht immer neuen Ideen, aber auf jeden Fall mit individuellen Lösungen gearbeitet werden müssen. Sie hatten es gerade auch schon erwähnt, die Frage der Klimafreundlichkeit der Wärmeerzeugung in Wärmenetzen. Dann nehmen wir uns gerade mal die Frage nach der Kombination Wärmepumpe und PV, die ja im, sagen wir mal, Einfamilienhausbereich auch schon üblich ist. Wenn wir uns jetzt die Wärmenetze vornehmen, Sie hatten beide, glaube ich, Wochen in den Vorträgen über den Primärenergiefaktor gesprochen. Gibt es Projekte, die bewusst eben nicht auf den Strommix aus dem Stromnetz setzen, sondern von vornherein auch eigene erneuerbaren Stromanlagen mit dazu bauen?
Das ist ja genau im Reallabor in der Liegenschaft von Vattenfall in Köpenick angedacht, ne, da PV mit reinzubringen. Man muss nur auch später auch, und weil gesagt worden ist, naja, in den, sagen wir, in einem zweifelnden Bereich wurde das schon gemacht, die Kombination PV und Wärmepumpen. Zum Schluss muss man sich natürlich auch die spezifischen Investitionskosten anschauen, ne, also runtergebrochen pro KW-Leistung. Und da wird es natürlich durchaus schwierig, ja, je kleinteiliger die Anlagen sind und je mehr PV natürlich vorgehalten werden muss. Aber ja, es ist in einem der Liegenschaften mitgedacht und natürlich ist das eine Option. Aber die Kostensituation wird dadurch in der Regel nicht einfacher. Zusätzlich kommt da ja auch noch natürlich der Bedarf an einer Speicherung, sei es jetzt, also Energiespeicherung, sei es jetzt in Form von Strom, wie ich die PV-Fluktuation dort rausnehme, oder eben in Form von Wärmespeicherung mit da hinzu. Und das setzt natürlich auch nochmal einen Punkt auf die Investitionskosten obendrauf. Aber interessant ist das natürlich auf jeden Fall. Dann bleiben wir noch kurz bei den Wärmequellen. Hier die Frage, warum haben Sie Erdwärme nicht als Wärmequelle mit angegeben? Ich habe gerade die Folie versucht, nochmal mir vor Augen zu halten, ob da die Umweltwärme eben aus dem Erdreich mit aufgeführt war oder nicht. Vielleicht, genau. Herr Kühne, können Sie direkt drauf eingehen. Ja, wir haben das da nicht explizit aufgenommen. Wir schließen, das ist jetzt keine Liste, wo wir Sachen ausschließen. Natürlich ist alles gegeben, was man eben nutzen kann. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, Erdwärme, zumindest mit Erdwärmekollektoren, wenn man auf fernwärmerelevante Leistungen kommen möchte, dann werden solche Erdwärmekollektoren sehr groß. Dann stellt sich auch immer natürlich die Flächenkostenfrage. Zum anderen natürlich, wenn man dann vielleicht in Erdsonden geht, ist das natürlich auch wieder eine interessante Sache, die natürlich auch mit untersucht werden muss. Wir haben das hier nicht betrachtet, werden wir aber definitiv auch nochmal in der Neuauflage. Das ist definitiv kein Ausschluss der Erdwärme, aber ich kann nur sagen, bei den Leistungsklassen, über die wir in der Fernwärme reden, da wird es schon deutlich anders, als das, was man vielleicht als Wärmepumpe mit Erdwärme im Ein- oder Zweifamilienhaus kennt. Und es gab auch Pilotprojekten, auch in Baden-Württemberg, die auch öffentlich gefördert waren. Da wurden tatsächlich Vereisungen festgestellt, ein Stück weit. Ja? Also Sie können natürlich nicht beliebig viel Wärme dem Boden entziehen, beziehungsweise dann an entsprechenden Hauseinführungen. Also von den Dimensionen her und von den Wärmeübergangszahlen, was dann da gezogen werden kann, ist das wirklich eine ganz andere Dimension, wenn Sie da mal in den Megawattbereich gehen und nicht irgendwo von 3 oder 4 kW für ein Einfamilienhaus dann irgendwie kommen. Dann kommen wir noch einmal kurz zur Wärmenutzung an Kläranlagen. Das hat sich eigentlich in den Fragen auch schon geklärt gehabt. Da haben unsere Zuschauerin aufeinander reagiert. Ich nehme es trotzdem einmal ganz mit hoch. An Kläranlagen wird die Wärme wahrscheinlich erst entnommen, wenn der Klärprozess tatsächlich auch durch ist, also am Ende, sage ich mal, des Klärprozesses. Genau, das ist eigentlich die Regel, aber ich hatte es ja auch eben genannt. Es gibt natürlich auch Projekte, kleinere Projekte, wo auch Wärme aus der Kanalisation selbst genommen wird. Da gibt es dann solche, ja, sage ich mal, Rohrwärmetauscher, die unten reingelegt werden in die Kanalisationsrohre, und auch das gibt es. Ja. Also das ist natürlich dann nochmal mit Wärmetauscher im Gegensatz zu der Reinwasser- oder Klärwassernutzung dann in den gereinigten Becken dann auf jeden Fall. Aber auch das Bild, das will ich nur nochmal darauf hinweisen, das Bild, was ich oder die Bilder, die ich gezeigt hatte, die sind wirklich da entstanden in der Einleitung aus einem Becken der geklärten des geklärten Abwassers, und da sind doch immer noch Stoffe drin, die sich dann als Biofilm dann noch absetzen können. Also es gab früher, glaube ich, mal eine regulatorische Hürde, wann es verwendet werden kann, das sind da drüber. Ich kann nur sagen, ich hatte mal die Gelegenheit im Ausland einen Zulauf, einen Schmutzwasserzulauf für eine Wärmepumpe, der da extra über Kilometer gebaut wurde, anzuschauen, wirklich mit Gummistiefel und live, und auch da Betriebserfahrungen erzählt zu bekommen. Das funktioniert sehr gut, aber auch mit einem erheblichen Aufwand, dass da durchaus auch Strömungsrichtungen umgekehrt werden zwischendrin, dass da Filter freigepresst werden, freigespült werden wieder. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das wirklich im Schmutzwasser zu tun. Dann aber auch durchaus im Megawattbereich, dass ich eben so Umleitungen, nenne ich es mal,
von Freispiegelkanälen dann ein Stück weit auch lohnen. Aber das ist möglich mit entsprechenden Konsequenzen. Sie hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt und ich vorhin zu Anfang auch. Dänemark, andere skandinavische Länder sind eben schon sehr viel weiter, was den Einsatz von Großwärmepumpen angeht. Wir hatten gesagt, unter anderem wegen der Strompreise. Wenn wir jetzt noch kurz bei den Wärmequellen bleiben, aus Ihrer Erfahrung gibt es, sagen wir mal, eine bestimmte Wärmequelle, die besonders oft genutzt wird, gerade in Zusammenhang mit Großwärmepumpen, oder ist es da auch querbeet, was eben gerade lokal vorhanden ist, wird genutzt? Genau, ich glaube, das ist die Hauptaussage. Natürlich eine Kombination verschiedener Gründe. Was ist da, was ist vor Ort verfügbar, was ist von den möglichen Wärmequellen am effizientesten zu nutzen. Ich denke, das sind so die Punkte. Ja. Ich meine, eine Luftwärmepumpe wird wahrscheinlich erstmal nicht vorgezogen werden einer Wasserwärmepumpe, wenn dann die weiteren Voraussetzungen ähnlich sind. Ja. Einfach aufgrund der Mengen und sonstigen Punkte, die einfach jetzt an Wärmequellenmedium dann umgesetzt werden müssen. Ja. Beispielsweise Luft zu Wasser, da steht ja doch einige an Faktoren dazwischen oder Größenordnung. Dann würde ich mich gern den Fragen der Sektorenkopplung widmen. Hier eine Frage von Petra Vielbeck. Wird das Problem der Frequenzhaltung eventuell Möglichkeiten bei Wärmepumpen bei der BNetzA, bei der Bundesnetzagentur angedacht? Da sind wir dann im Bereich, können die Großwärmepumpen uns bei der Flexibilisierung des Stromsystems helfen? Theoretisch natürlich ja. Gibt es auch schon in der Praxis erste Ansätze, das auch wirklich zu nutzen? Also ich sage eigentlich immer gerne, Großwärmepumpen sind eigentlich der Weg zur Dekarbonisierung des Wärmemarktes für Probleme oder für die Umsetzung der Energiewende auf dem Strommarkt, gerade für Frequenzhaltung etc. sehe ich dann doch eher die direkt elektrischen Anwendungen, Elektrokessel etc., die einfach viel schnellere Ansprechzeiten haben, somit hier auch für Regelenergie etc. genutzt werden können. Bei Großwärmepumpen sehen wir dann doch eher auch nochmal eine leichte Trägheit des Systems. Somit für die Zukunft, ich denke, das ist auch ein Thema, was das Reallabor nochmal beleuchten wird, gerade in diesem Punkt Systemdienstleistungen wird das sicherlich nochmal untersucht werden. Heutzutage eher direkt elektrisch, eher im System Energiewende auf Stromseite, Großwärmepumpen eher auf dem Gebiet Dekarbonisierung der Fernwärme. Ja, also passt. Der Stromsektor muss da einfach auch ein Stück weit Hausaufgaben machen. Ja. Die Wärmeseite kann da ein Stück weit unterstützen. Aber wir werden zum Schluss nicht Frequenzhaltung per Excel aus gewährleisten können. Klar, und genau, also die Flexibilisierung umfasst ja vielleicht auch, sagen wir mal, weniger schnell ansprechende Optionen. Das Lastmanagement, man kann ja schon eine Großwärmepumpe zeitlich auch etwas schieben, oder? Also die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel in der Industrie, den Stromverbrauch über den Tag anzupassen an die PV-Produktion, die ist ja schon gegeben. Die ist über Wärmespeicher immer gegeben. Das ist ja auch nochmal das Schöne an der Fernwärme. Eben die Erzeugung kann optimiert werden, sowohl zeitlich als auch natürlich in der Höhe. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, die Energiewende, da müssen wir jetzt auch mal irgendwie auch nochmal das klar sagen. Die Energiewende besteht eben nicht nur aus dem Stromsystem. Das hat einen sehr kleinen Anteil. Die Wärme ist jetzt eigentlich mal im Fokus, viel, viel größerer Anteil. Und hier heißt es ja immer, der Wärmemarkt kommt nicht hinterher. Ja. Da müssen wir, glaube ich, jetzt auch mal vorangehen, dass wir nicht die Probleme mit unseren Möglichkeiten, die Probleme des Stromsystems lösen, sondern dass wir hier auf unsere eigenen Herausforderungen einfach mal den Fokus legen. Aber klar, wo Synergien entstehen, werden wir die auch nutzen. Genau, ich nehme hier noch einmal von ganz unten diese sehr grundlegende Frage, welchen Sinn ergibt Fernwärme überhaupt noch im strombasierten System? Sie hatten es, also ich denke, wir haben es jetzt auch gesehen in den letzten Minuten. Sie sind gekoppelt auf jeden Fall, aber wir werden nicht die Wärmewende nur über den Strom lösen können. Ich denke, das ist das, was wir hier jetzt gerade rausnehmen.
Ja, danke. Wenn Sie noch mehr hören wollen, können wir gerne noch ein paar Minuten darauf verbringen. Strom ist ein hochwertiges Gut. Ne? Ich denke wieder an die Exergie, und da muss man gucken, wo man ihn einsetzt, wo er gebraucht wird. Und Wärme kann man ein Stück weit auch anders generieren. Ich meine, wir müssen ja auch gucken, wo das Stromsystem im Moment ist. Ein strombasiertes System, ja, haben wir bisher auf den Möglichkeiten. Aber wenn man sich den Wärmemarkt anschaut, wie groß der ist und wie groß der, ja, im Vergleich zum Stromsystem ist, plus Verkehr, der ja auch noch zum größten Teil elektrifiziert werden soll, dann müssen wir natürlich auch die Stromerzeugung darauf auslegen. Und wenn wir es mit sehr, sehr großen Anstrengungen und sehr, sehr großen Geldbeträgen geschafft haben, in den letzten 20 Jahren auf 50-60% erneuerbaren Stromanteil zu kommen, dann müssen wir gucken, wie wir irgendwann auf 100 kommen, plus auf 100% kommen, plus die Sektoren Wärme und Verkehr da noch mit aufzunehmen. Weil wenn wir die mit aufnehmen, sind wir, glaube ich, rechnerisch im Endausbaustadium vielleicht auf 20% erneuerbar wieder im ganzen Stromsystem. Also da müssen wir aufpassen, dass da jetzt keine Bilanzfehler irgendwie zusammengerechnet werden. Das ist schon schwierig. Genau, wir wollen jetzt hier auch auf gar keinen Fall die Energiewende im Stromsektor kleinreden. Die gab es, die gibt es, die muss noch weiter vollendet werden. Wir haben aber eben auch die großen Herausforderungen in der Wärmewende. Und damit würde ich gern noch, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade noch mal nach den Fragen suchen. Genau, hier kommen wir vielleicht noch einmal ins etwas Konkretere von den großen Debatten runtergebrochen. Wärmetransformatoren, das ist jetzt ehrlich gesagt ein Begriff, den ich so noch gar nicht gehört hatte. Vielleicht könnten Sie das kurz erläutern für Wärmequellen mit höheren Temperaturen. Wahrscheinlich sind dann zum Beispiel hier Kläranlagen gemeint gewesen. Da hatten Sie uns ja aufgezeigt, dass da das Temperaturniveau etwas höher liegt als bei anderen. So, ich bin jetzt auch mit dem Begriff Wärmetransformatoren muss man schwer zu greifen. Ich glaube, es geht vielleicht gemeint so ein bisschen in die Richtung von Gebietsumformstationen, dass man früher, wenn man also mal ein Hochtemperaturnetz gebaut hat oder ein Dampfnetz hat, hat dann einen Wärmetransformator gehabt, der quasi das auf ein anderes Temperaturniveau für ein Sekundärnetz mit einer Beimischerstation oder mit einer Gebietsumformerstation gemacht hat. Und dass sowas gemeint ist, dass man quasi höhere Temperaturen aus chemischen Prozessen oder aus Stahlerzeugungsprozessen vielleicht hat und dann eben diesen nur einen Teil Wärmestrom dann dafür nimmt. Aber ansonsten ist der Begriff Wärmetransformation für mich jetzt nicht wirklich greifbar. Ne? Die brauchen übrigens keinen Strom, weil da eigentlich nur eine Beimischung dann stattfindet. Ne? Ah, okay. Und deswegen hat Horst Rüther hier vielleicht an der Stelle das mit eingebracht, weil da dann eben nicht der zusätzliche Energie- oder Stromeinsatz gebraucht würde. Aber da, Herr Rüther, können Sie gerne nochmal auf uns zukommen und wir diskutieren das nochmal im Einzelnen. Ich bringe vielleicht noch mal eine eigene Frage mit ein, und zwar zum Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze, das ja jetzt hoffentlich dann bald tatsächlich auch mal verabschiedet und veröffentlicht wird. Es gab ja aber auch schon erste Entwürfe. Vielleicht könnten Sie erläutern, wie es da um die große Wärmepumpe steht, genau, und was wir vielleicht erwarten können von dem Bundesprogramm. Ja, mache ich sehr gerne. Ist ein Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt, die Veröffentlichung bzw. das Inkrafttreten des BEWs, wie es ja nett genannt wird, steht ja jetzt schon 9 Monate im Verzug, sollte ja eigentlich ursprünglich zum 1.1. in Betrieb gehen oder in Kraft treten. Die ersten Diskussionen um ein Konzept dieser Förderung starteten ja im Juni letzten Jahres. Traurig, dass das jetzt noch nicht umgesetzt ist, gerade mit Hinblick auf die große Schwester, das BEG, Bundesförderprogramm Effiziente Gebäude. Dort wird richtig viel Geld ausgegeben für die Gebäudesanierung. Und hier hätte man eigentlich im Gleichgang laufen sollen. Ausbau der Fernwärme über das BEG beziehungsweise auch Reinvestitionen in Heizungsanlagen, auch außerhalb der Fernwärme, plus die Dekarbonisierung von Wärmenetzen. Das wäre eigentlich zusammen
der richtige Schritt gewesen. Nichtsdestotrotz, die Großwärmepumpe kommt im BEW ganz gut weg mit der Förderkulisse. Gerade, wie ich hatte es ja auch schon genannt, in diesem System, in dieser systemischen Förderung, wo eine Machbarkeitsstudie oder eine Transformationsplan Voraussetzung ist für die Umsetzung von Maßnahmenpaketen. Dort wird für die Großwärmepumpe zum einen eine Investitionsförderung bis zu 40% der ansetzbaren Kosten angegeben. Das ist ja schon mal ganz, ganz schön. Zusätzlich hat es auf meiner einen Folie auch nochmal erwähnt, das Thema Betriebskostenförderung. Gerade hier ist der Punkt, der vom Fördermittelgeber hier ausgegeben wurde, also vom BMWI, ganz wichtig zu sehen. Die Stromkosten, die Betriebskosten machen das Leben oder den Betrieb der Großwärmepumpe schwer. Deshalb sind hier Betriebskostenförderungen oder Zuschüsse gegeben, die mehr oder weniger die Strompreisbestandteile ausgleichen. Das heißt, hier werden je nach Jahresarbeitszahl und bei Stromnetzbezug, jetzt mal für diesen Einzelfall genannt, Betriebskostenförderung bis zu 7 Cent pro Kilowattstunde thermisch gezahlt. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger und immanenter Schritt hin zu einem wirklich konkurrenzfähigen Produkt Großwärmepumpe oder Wärme aus Großwärmepumpen, das einfach hier zusammenzubringen. Der Nachteil in dem ganzen Konzept, wie er denn jetzt veröffentlicht wurde vom BMWI, unterscheidet sich leider von dem eigentlichen Konzept, und zwar im Hinblick auf diese Einzelmaßnahmenförderung. Das heißt, man kann außerhalb dieser Machbarkeitsstudien, der Trafo-Pläne, kann man auch Einzelmaßnahmen sich fördern lassen, quasi so als Early-Mover-Maßnahmen. Das heißt, das, was jetzt in der Schublade bei den Versorgern liegt, was über Jahre hinweg geplant wurde, wo das einfach nur rausgezückt werden muss und umgesetzt werden könnte. Dort haben wir leider in der Förderrichtlinie jetzt den Nachteil, dass dort nur Investitionskosten in Höhe von 40% gefördert werden, die Betriebskostenförderung hier aber außen vor ist. Wir hoffen aber, das ist noch am Ende dazu zu sagen, dass wir in Zukunft, also mit einer neuen Bundesregierung, vielleicht hier auch mehr Vision erwarten können, zu sagen, okay, das war vielleicht eine falsche Ansage. Wir nehmen dieses Förderprogramm als dynamisches Programm an, so wie das BEG auch. Dort kamen ja in den letzten Monaten auch immer wieder Änderungen in den Förderrichtlinien zum Vorschein. Und da hoffen wir einfach, dass hier auch noch das Ganze mehr atmet und die Punkte ausgemerzt werden, die eben hier negativ sind. Zusätzlicher Nachteil, die Gelderausstattung insgesamt. Wir haben ungefähr 200 Millionen Euro Fördermittel pro Jahr im BEW. Und mit 200 Millionen Euro kann man, wenn man Gesamtdeutschland und Gesamtfernwärme in Deutschland sieht, relativ wenig erreichen, wenn man in Richtung Erneuerbare geht. Das hat einfach mehrere Gründe. Die Kosten für Brennstoffe, für CO2, für alles Mögliche haben sich geändert. Investitionskosten sind stark gestiegen im letzten Jahr. Und da sind 200 Millionen Euro für ein hehres Ziel der Dekarbonisierung der Fernwärme doch relativ wenig bis fast nichts. Wir hatten in der Studie ausgerechnet, kurz, das lassen Sie mich noch mal ergänzen, wir hatten in der Studie im letzten Jahr noch mal ausgerechnet, wir benötigen um die 1 Milliarde Euro pro Jahr für einen Ausbau der Fernwärme, also für eine Dekarbonisierung der Fernwärme. Und da ungefähr für die reine Dekarbonisierung jetzt ohne Ausbau der Fernwärme etc., würde ich sagen, so um die Hälfte ungefähr, die dort mindestens reinfließen müsste pro Jahr, 500 Millionen, um das Ganze einfach abzudecken. Na, da sind wir mal gespannt, wie es im Herbst weitergeht, welche Bundesregierung wir bekommen und wie dann die Förderprogramme weiterhin ausgestattet werden. Ich fürchte, wir sind jetzt auch zeitlich schon am Ende. Es war auf jeden Fall für mich und hoffentlich auch für unsere Zuschauerinnen ein sehr spannender Einblick. Die letzten Fragen oder Aussagen, die wir jetzt hier noch sehen, das sind dann auch wieder, sagen wir mal, die größeren Debatten. Wie viel Strom ist da und in welchen Regionen Deutschlands und was machen wir, wie setzen wir ihn ein?
uns, der Plattform Erneuerbare Energien, ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, der Ausbau der EE sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich muss schneller gehen, muss schneller vorangehen. Und dann kommen wir eben auch dahin, in Wärmenetzen beides gut kombinieren zu können. Ich danke Ihnen beiden, Herr Kühne, Herr Huter, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank also nach Frankfurt. Sehr gerne. Gerne, natürlich. Hat Spaß gemacht. Genau. Und Sie hatten es ja selber schon angedeutet, das BEW kommt bald, die Rahmenbedingungen ändern sich. Da können wir sicher auch im nächsten Jahr dann nochmal drauf aufsetzen und eine Folgeveranstaltung gemeinsam gestalten. Warum? Ganz schnell noch der Ausblick, wie es bei uns weitergeht mit der Webseminarreihe. Und zwar haben wir im Oktober ein Special geplant. Wir aktualisieren die Studie zum Ausbau der erneuerbaren Energien, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben. Wir haben das neue Klimaziel fast schon beschlossen in Baden-Württemberg, Klimaneutralität 2040. Welchen erneuerbaren Ausbau brauchen wir dafür? Da werden wir Sie dann bei Zeiten dazu einladen. Und im November geht es dann nochmal weiter mit der Naturschutzforschung am Windenergietestfeld. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie heute mit dabei waren, für Ihr großes Interesse, die vielen Fragen und freue mich, wenn Sie auch bei den nächsten Malen wieder dabei sind. Vielen Dank. Okay, ganz danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Thank you.